herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf YouTube. Das ist eine unfassbar authentische Anmoderation für YouTube. Wir sind gerade am Streamen und haben uns gesagt, ich brauche Content. Deswegen machen wir jetzt ein bisschen Reaction-Gedöns. Und wir machen das Ganze live. Das heißt, wenn ihr mal mit dabei sein wollt, Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr nichts zu tun habt, kommt gerne vorbei. Wenn ihr trotzdem was zu tun habt, kommt trotzdem vorbei, weil ich bin Geldgeil und ich brauche die Einschaltquote. Wir gucken uns heute die Streamlabs Germany an. Folge 245. Da gehen wir einfach rein. Danke, Chat, für diese wunderbare Anmoderation. Willkommen bei Streamclips Germany. Viel Spaß. Warum ist da eine Waschmaschine im Streamzimmer? Wieso bin ich jetzt in der Gruft? Und wieso sind hier die Kerzen nicht an, King Krul? Ah ja, okay, gut, never mind. Ich habe sie nicht verstanden. Ah ja. Ach so, wegen den Kerzen. Okay, gut, never mind. Okay, jetzt verstehe ich. Muss das so? Ich glaube nicht. Ich keine Ahnung, ich kann noch ein Beat drunter legen. Ey, ich wollte singen. Oder? Also entweder ich habe echt kein Reaktionsvermögen oder ich bin alt. Ich bin alt. Ah, okay. Okay, so. Ja. Gewisse Expertise. Ihr müsst doch sagen, dass ich hier umstellen muss. Guck mal, ich bin echt einer dieser OnlyFans-Streams. Oh nein! Oh nein, ich habe die Kamera vergessen. Ganz ehrlich, ich supporte alles. Nice. Oh. Und das hat sich halt 1:1 angefühlt, wie Cornflakes. Also hab ich mir eine volle Hand genommen und die halt mir in den Mund geschoben. Und weil ich dann bei der fremden Person nicht auf den Boden kotzen wollte, habe ich es dann auch durchgezogen und runtergespült, you know? Ich wusste auch nicht. Selbst als es dann in meinem Mund war, wusste ich auch nicht, dass es spezifisch Katzenstreu ist. Ich dachte mir nur, oh, es ist auf jeden Fall nicht Cornflakes. Alter! Oh Mann. Das hört sich 100% an. Wie bei A-Team, wenn ein Auto eine Vollbremsung macht. Ja! Maluda, Junge. Okay. Oh Mann, er. Ich bin ein ideologisches. Okay. Sie kann die Möwe. Sie könnte. Also wenn sie digitales Gold? Warte, was? ClipQ, whenever mental videos briefing fragen. Wieder von den Bonch war chill. Warum digitales Gold? Digitales Gold. Warum ist Bitcoin digitales Gold? Reich durch. Oh mein Gott. Ich glaube, Matteo ist reich. Biologisches. Okay. Sie kann die Möwe. Sie könnte, also wenn sie so weitermacht, kann sie im Prinzip eine ganze Folge A-Team einfach nachsynchronisieren. Wow. Super. Nein. Nein. Ja, gern doch. Geschehen. Ich bin live. Lady, was tust du? Oh, das ist immer voll unangenehm. Scheiße. Bin ich schon mal live gewesen? Nee, also ich muss sagen, ich bin ehrlich, ich bin immer paranoid, wenn ich immer Aufnahme starten klicke, weil es ist ja oben steht ja Start Streaming, dann ist da virtuelle Kamera starten und darunter ist Aufnahme starten. Dieses nur ein Space voneinander entfernt, dann steht Stream und Aufnahme starten. Es ist mir noch nie passiert, dass ich aus Versehen live gegangen bin. Und es wird mir hoffentlich nie passieren, weil dann seht ihr Dinge, die sind nicht für eure Augen bestimmt. Und das meine ich gerade nicht mal aus Spaß. Anstatt auf Aufnahme zu drücken, gehst du auf Stream starten. Du bist aber ein... Hört auf, in mein Glas zu furzen. Ich warne euch. Wenn ihr in mein scheiß Glas furzt... Wer hat das scheiß Glas zugemacht, ihr kleinen Wichser? Hört auf, das Glas zuzumachen, ihr Arschlöcher! Nein! Macht das Glas wieder auf! Macht das Glas und hör auf zu furzen! Hört auf zu furzen! Stell dir mal vor, da ist so jemand, der guckt sich zum ersten Mal Twitch Deutschland an. Macht das Glas wieder! Macht das Glas auf! Macht das Glas auf! Macht das Glas. Wir stinken und wir sind stolz, Asche Stinky, Asche Stinky. Hört auf! Hört auf, nein!
Stimmt, die Nase. Warum war dann ein Junge, ich kann hier gar nicht einatmen, dann atme ich einfach Milliarden von Bakterien an. Guckt euch mal dieses Ding an hier. Den ich jetzt kein Geld jetzt geben. Guck mal, wie dreckig. Schön dreckig, oder? Ich versteigere das übrigens. Wir starten bei 5000 Euro. Na, Bock? Das lebt einfach. Und das ist mir heute mit meinem Steuerberater tatsächlich passiert. Denn ich bin noch mal ganz kurz in unsere E-Mail-Unterhaltung gegangen, weil ich noch mal nachgucken wollte, ob ich alle Informationen da abgegeben habe, die ich abgeben wollte. Und da fällt mir doch tatsächlich auf, dass ich... Warum ist die Katze zensiert? Mein letzter Satz war, sollte noch etwas fehlen, schreiben Sie mich bitte einfach an. Chat, ich habe meinem... Und er hat nichts gesagt, weil wir haben ja telefoniert danach. Ich habe meinem Steuerberater geschrieben, sollte noch etwas fehlen, scheißen Sie mich bitte an. Oh, ich kenne das. Und dann gibt es Autokorrektur. Ich habe letztens meiner Steuerberaterin habe ich eine E-Mail geschrieben und dann schrieb ich so mit freundlichen Grüßen Jennifer Lopez und ich schicke ab. Und dann schreibt sie mir, ist in Ordnung, aber das mit dem Nachnamen ernst gemeint. Weil meine Autokorrektur hat meinen Nachnamen mit Lopez ersetzt. Und da habe ich ernsthaft, ich habe mit Jennifer Lopez meiner Steuerberaterin geschrieben. Das war mir so unfassbar unangenehm, Alter. Jedes Mal ist irgendein anderer Scheißname. Letztens auch habe ich meine Ärztin geschrieben. Da stand da Jennifer Müller. Ich weiß nicht, was da los ist. Oh, ich habe mir in die Brille gewebt. Ich sehe nichts. Oh, es brennt. Oh, es brennt. Moment. Oh. Ey, ich muss auf Toilette Kacka machen gleich. Das ist so ein Ritual bei mir, wenn ich live komme und einen Song schreibe. Seit neuestem so, damals war es nicht so, aber mein Magen kriegt immer irgendwie ganz komische Probleme, wenn ich halt... Warum erzählst du mir das? Ich halt auf. Probleme. Mein Leben war vor 30 Sekunden etwas besser. Keine Probleme. In diesem Möbelhaus war niemand. Guck mal, wir sehen uns nicht mehr ähnlich. Seht ihr? Nur ich. Es war, ich schwöre euch, niemand drinne. Und da war einer, der hat so gebohrt und eine Küche aufgebaut. Und dann bin ich halt an der Küche vorbei. Dann hört er auf zu bohren. Und dann habe ich gemerkt, wie der halt auf einmal so mir hinterher läuft. So. Und dann bin ich extra so abgebogen. Dann ist er auch abgebogen. Da habe ich mir gedacht, Sonja, so verendest du also im Möbelhaus. In der Küchenabteilung, irgendwo verbaut in einer Küche, werden deine Leichenteile irgendwo versteckt. Aber es ist nichts gewesen. Der musste einfach nur denselben Weg laufen, genau in dem Moment, wo ich an ihm vorbeigelaufen bin. Jetzt mach du den links von dir, genau da. Nein, 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 nein! Na, links von dir! Links von dir! Nein, nein! Links von dir, Toro, du Holzkopf! Was machen wir denn da? Hör auf, hol dir von mir Gemüse, hör auf, die Schweine zu töten. Vor allem, ich gehe extra an die Tür, um das rüber an den Berg zu schreien, Alter, als ob das... Ich wünschte, ich hätte auch diese Liebe für Minecraft. Ich beneide immer die Leute, die so gerne Minecraft spielen. Ich wünschte, ich hätte das auch. Macht bestimmt voll Spaß, wenn das einen Spaß macht. Macht bestimmt Spaß, weißt du, ja. Mir geht's gut. Hab jetzt 10 Minuten Essensbuff, danach werde ich wieder hungrig sein. Ich habe Holz abgebaut. Perfekt. Oh! Effi futtern, genau. Wo ist unsere Hütte hin? Was hast du getan? Der Mann. Wie blöd. Oh, unangenehm. Oh. Stopp! Oh, kein Engel. Halt! Ah, stopp! Ah, der andere auch nicht. Oh, ah, unangenehm. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Warte, oh warte, Gott. Stopp, warte. Warte, bleib stande. Oh Gott. Ich hab keine Munition mehr. Geh mal weg da. Oh Gott, nein. Ich muss nachladen. Ich sag dir jetzt gleich. Die Maussensibilität war aber auch gefühlt auf 0,5. Ja, ich würde gleich pennen gehen, weil unter der Woche zu schlafen ist angenehmer als in der Woche. Unter der Woche ist in der Woche, wisst ihr? Versteht ihr?
Und ich habe eigentlich Lust, mit meinem Chat irgendwie so nackt um Lagerfeuer zu tanzen. Das wäre schon irgendwie... Also das ist eine ganz neue Fantasie von parasozialer Beziehung, Leute. Keine Sorge, ich biete sowas auch an. Ab Tier 3. Ja, müsst ihr euch nicht gleich ein neues Streamer und so. Ich bin mal wegen Flipflops die Treppe runtergefallen. Bin einfach so auf die Treppe zugelaufen und vor der Treppe ist hinter mir einer auf dem Flipflop draufgestanden, wie auch immer, ich weiß immer noch nicht wie. Der ist dann vorne gerissen und dann bin ich die Treppe runtergekullert. I just wanna get high with my... Oh, Schuldig. What the fuck? Ich will mir seine Abilities angucken. Oh. Ah. Werde dann geschimpft für 3 Monate, aber es ist Tier 1. Was? Gib Gas, Mann! Oder sollen wir uns mit Zelle teilen? Was? Was war denn was? Immer arme Mann. Oh, Kuno, danke schön für 30 Monate auf Stufe 3. Du kannst unserem nackten Lagerfeuer joinen. Ja. Aber ansonsten findest du ja nichts. Macht ja auch keiner mehr Clips. Du musst einfach nur Essen runterschmeißen vor der Cam. Ja. Jetzt bleibt doch noch stehen. Es sollte runterfallen. Hallo Wollblume und Soviati. Oh, ich hatte die Augen zu! Fuck! Ich liebe Gronkh und ich gucke gerne bei Gronkh, aber ich gucke mir niemals Spiele, die ich selber spielen will, bei Gronkh an, weil er einfach jeden Scheiß mitnimmt, aufsammelt und sich Sachen anguckt, die keine Sau interessieren. Und ständig Sachen übersieht. Und ständig Sachen übersieht. Aber Hauptsache eine Whiskyflasche auf dem Tisch. Oh ja, kann man eventuell noch mal gebrauchen. Steck ich ein. Und dann 5 Minuten später. Warum kann ich denn nicht mehr rennen? Boy, du hast 20 Kilo zu viel in deinen Taschen, Alter. Den muss man sich ein bisschen beruhigen. Ich find's nicht gut, dass ihr rumschreit. Kurz mein Fenster zu. Ich hab grad laut geschrien. Was ist das? Ich glaub, meine Nachbarn sind sauer. Ich hab da grad eine Autotür gehört. Die hauen ab. Die verschwinden. Periode. Blutung. Scheiße. Die Frau hat hochgeguckt. Oh mein Gott, ich kann nie wieder meine Wohnung verlassen. Hab schon mal überhaupt Bock drauf. Wow. Scheiße. Was kann ich tun? Ich immer weiter nach vorne. Kann ich hüpfen? Kann ich irgendwas? Ich smashe die Tastatur. Alter! Super cute Bock. Super. Das habt ihr nicht gesehen. So, heute bin ich ziemlich gut drauf, ziemlich schick, ganz setzen Hut auf. Die Rolex tickt, man sieht nicht gut aus, hol mir den Kick, den ich absolut brauch. Hier, wieder mal ein Soda aus, red in dem Pose auf, macht mich mir nicht, macht mich fett rauschet. Wo sind die Beute mit Pose aufschnitt? ZDF Magazin Royal, nichts, was nicht stimmt, ich mach jetzt mal schnell einen Faktencheck. Du rotzhässlicher Vogel, hey. Ich fick die Fick dich selber, Junge, Schwanz. Guck mich nicht so an mit halt deinen Spitzen. Dein Maul, du eingeschissener Arschblätter, du Kind eines LKWs voller Scheiße. Du blöder Arsch. Also ich würde sagen, wir trinken erst mal einen Tee und beruhigen uns alle wieder. Ich hau dir einen rein, da, dem Kleinen. Komm her. Jawoll, Dicker. Oh, Entschuldigung. So schnell hätte der Film Bambi auch vorbei sein können. Danke für das Spiel. Speisekarte. Cool, Speisekarte. Wie, wo ist meine Speisekarte? So, ich hoffe, die ist auch ja. Nein! 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 Ja!
Spiel. Ich verstehe das sowieso nicht. Bitte, liebe Spieleindustrie, bitte, ich flehe euch an. Jedes Mal, wenn ich ein neues Spiel aufmache, bekomme ich einen Hörsturz. Jedes einzelne Mal ist es zu viel verlangt, dass ihr standardmäßig die Musik lieber einen Tacken zu leise setzt. Ist das eigentlich ironisch ist, dass der Zoom zu einem Avatar ist, der zwei Bilder hat und irgendwie, ich fühle mich aber irgendwie nicht angesprochen. Muss ich ehrlich sagen, ich fühle mich nicht angesprochen. Ne? Guck mal, da steht XD. Seht ihr? XD. Benutzt das überhaupt noch jemand heutzutage? Nee, ne? Festhalten! Oh. Lass mal so ein XD-Chat werden. Lass mal immer, auch jetzt auf YouTube, in die Kommentare immer XD. Früher habe ich schon mal in Caps XDDDDD geschrieben, wenn es richtig lustig war. Dann habe ich mal, das war für mich mein mega Ha-Ha-Ha-Ha-Ha. Ja. Oh Gott, ja. Oh mein Gott, der Chat ist voll damit. Oh, ich habe eine gute Erziehung. Ich bin wortgewandt und wortschlaghaftig. Klatschfertig? Wortfertig? Hä? Ich weiß nicht, ich habe immer ein unwohles Gefühl, wenn du so ein großes Messer in der Hand hast. Warum denn? Ich weiß nicht. Möchtest du einen Schluck Mate? Nein. Okay. Bitte bleib hier in der Küche mit dem Messer. Okay, hier in der Küche. Es ist eine offene Küche, also ist wohl die ganze Wohnung eine Küche. Okay. Wisst ihr was? Oh, ich will das nicht sehen. Ach nein, das sind die Bilder. Ich schäme mich für nichts. Oh, nee, ich schäme mich für nichts, richtig. Guck mal, ich bin blond. Let's go, let's go. 3, 1. Ich liebe es. Es ist wirklich. Okay, weiter. Das war nicht lustig. Das war nicht lustig. Piu! Piu! Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja, ich bin dumm. Oh mein Gott. Er brennt. Ah! Achtung, Vorsicht. Hab sie. Hä, seit wann sprudelt das denn aus Glasflaschen? Oh, mein ganzer Socken. Und meine Hose. Jetzt ist mein Fuß kalt. Die wartet da unten schon auf uns. Sitzt die da einfach so? Ist hier hinter noch irgendwas? Nee, hätte ja sein können, dass so hier hinter dem Tor irgendwas ist. Habt ihr das gesehen? Nein. Ja, es war Absicht. Ich bin wieder bei Haaren. Hit the Kitty, du hast tolle Haare. Ich glaube nicht, dass du das jemals hören wirst von mir, aber das habe ich jetzt mal gesagt. So, das nehme ich mir jetzt hier raus, ne? Dass ich immer sage, oh, du hast so tolle Haare. Oh no! Mein Mehl ist ja umsonst! Nein, mein Mehl ist ja umsonst! Wait a second! Ah! Wenn ihr sagt, ich soll lieber Creme Fraiche nehmen, habe ich mich... Du bist so ein Arschloch. Du bist so ein Arschloch. Wieso steht denn auf einmal Kaunzi da? Oh. Schlechte Angewohnheiten werden. Warum Arschritze? Diverse Kack-Produktbeschreibungen. Während des Lebens, des Studiums und der Arbeit sind Hals- und Lendenwirbelsäulen, Schmerzen, Arme und Handgelenke auf Wund und Schwach. Warum? Ach, das ist ein Bauchnabel.
Ja, natürlich. Das ist ihr Bauchnabel. Wir haben jetzt, warte mal, ich habe jetzt für knapp 500 drei Jahre gebraucht. Das heißt, für 5000 brauchen wir, das ist ja jetzt, kann sich ja jeder selbst ausrechnen, das ist ja einfache Mathematik. Das ist ja einfach, wollen wir 4500. Warte mal, 500 Follower sind 3 Jahre. Also sind 5000 Follower 30 Jahre. Guck, ich bin voll Genie. Ich bin so Genie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mal 3 sind 13,5 Jahre, was? Was rechne ich? Was für 27? Warum 27? 500 hat er schon? 27? Ganz ehrlich, lass mir doch auch mal einen Augenblick lass einmal mein Time to Shine. Gib mir doch einmal im Leben recht. Ach. Da gerade, Moment, warte. 4000 durch 3. Moment, jetzt habe ich. Moment, ich muss das durch 3 rechnen. Das heißt, das sind 4500 durch. Nee, das kann auch nicht sein. Hä? Warte mal. Was mache ich hier gerade? 30. Ich bin fast 30. Ich werde dieses Jahr 30. Punkte für anderes. Warte. Mein Gewinn. Sogar einmal. Mein Gewinn. Oh mein Gott. Chips, du hast auf meine Strumpfhose gemacht. Oh nein. Das klebt jetzt fest. Oh nein. Ich fühl's, Girl. Ich fühl's. Jetzt kann sie das. Jetzt ist die Strumpfhose Müll. Verschluss. Ist es schlecht? Oh mein Gott. Ja. Weißt du, wie Klettverschluss funktioniert? Oh mein Gott. Oh nein. Warte mal. War das jetzt so rum richtig? Oder ist das jetzt über Kopf oder sonstiges? Warte mal kurz. Moment. Eben fixen. Bisschen gerade drehen. Sieht so anders aus. Aber passt, oder? Ja. Yeah. So. Drück mal alte 4, da kannst du schneller Blätter fangen. Warte, ich probier mal. Macht er wirklich? Warum macht er das denn? Hat nicht funktioniert. Oh, hat er nicht gemacht. Ich wusste, dass er das nicht macht. Ich wusste es. Ich hätte Erik niemals als dumm eingestuft. Niemals. Niemals. Er ist halt schlau. Er ist ein Schlaui. Schade. Kuschelst du mit einem Stein? Kevin, ich weiß, ich bin jetzt nicht die Netteste. Aber dass du den Stein mir vorziehst, finde ich jetzt doch ist was Persönliches. Ich mag Steakhouse Fries. Kurze, breite Pommes. Ich rede von Pommes, nicht von Pimmel, ja. Und diese langen. Das muss man aber auch sagen, ne? Also ich bin ehrlich, das muss man heutzutage im heutigen Zeitalter einfach erwähnen. Wabbeligen Pimmel? Okay, never mind. Oh Gott. Die einzige Begründung, dass Klopapier so im Aufzuhängen ist, wenn man eine Katze besitzt. Du kannst mir gar nicht. Eine Katze besitzt. Ja. Ich mach das nicht so. Du kannst mir gar nichts. Ich hab eine. Oh mein Gott. Oh, schlimmste Stelle. Schlimm. Ja. Ja, okay. Ich nehme alles wieder zurück. Das war jetzt ein bisschen dumm, ja, aber es sah so aus, als hätte ich das Ganze als eine Waffe nutzen können. Ist das Crystallite? Ist das sein Avatar? Nein. Okay. Pass nächstes Mal auf. Okay. So, Jetzt bewegt sich. Ah. Okay. Dann bitte mal raus, du dickes Ding. Der ist mitten im Eingang. Kusch. Ich komme nicht durch. Ich hätte irgendeinen am Baumstamm hingesetzt. Hier ist ein Baum gewachsen. Wirklich? Ich komme hier nicht raus. Siehst du denn, dass du dir die Lippe verbrennst, machst du den Mund nicht auf? Also ich esse nicht so. Wie ein Pferd, ich berühre das schon mit den Lippen. Dann bist du drin und denkst dir, oh nein, ich komme hier nicht mehr raus. Und dann kommst du wirklich nicht mehr raus, oder? Shit.
Ah, nein, nein, ich komme nicht mehr raus. Mew ist halt süß und schnuffig, aber Mewtwo ist halt einfach... Ich finde, Mewtwo ist auch einfach sexy. Wenn man Pokémon eine Sexiness zuordnen kann, finde ich, ist Klurak und Mewtwo schon sexy. Ja, also ich glaube, wenn man mit Pokémon schlafen könnte, dann wären es die beiden. Oder mit welchem Pokémon würdet ihr gerne mal schlafen? Alter, das ist, als ob ich euch jetzt fragen würde, mit welchen Tieren könntet ihr euch vorstellen zu schlafen? Ich erwarte jetzt keine Antwort übrigens, ja. Ich erwarte keine Antworten jetzt. Was darf ich dich angucken? Warum gehst du ohne mich raus? Ich hab aus dem Fenster geguckt und bin jetzt draußen! Was machst du, Schatz? Fishing for compliments. Schlimmstes Spiel ever. Das ist ein... Das ich bin zum ersten Mal in der ganzen Reaction-Historie zum allerersten Mal erschrocken. Zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben. Und ich habe immer gesagt, dumm und gestellt, wer sich da erschreckt. Oh mein Gott. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses dreckige Ekelspiel. Hört auf, so viel XD zu schreiben, Alter. Ich hasse dieses dreckige Spiel. Ich werde das niemals spielen. Niemals. Okay, also bin ich also, meine Stimme haben sie. Wundervoll. Ja, du bist auf meinem Wahlplakat. Du bist der Grund, warum ich den Inzest mittlerweile verbieten möchte. Was? Alter. Das ist oh, ein Wow-Wow. Sorry. Alles gut. Last player standing. Oh nein. Oh Gott, was soll ich sagen? Oh nein, ärgerlich. Oh nein, wenn die jetzt stirbt, ne? Das tut weh. Oh mein Gott! Okay, das Neues geht aber, Junge. Naja, was willst du machen? Kinder, gerne mal kostenlos den Channel abonnieren. Würde ich mich sehr freuen. Und ich sag ein dickes Küsschen. Und wie sagt man, Rumpel die Kumpel, weg ist der Pumpel. Der Kumpel. Abo da, einen Kommentar und Daumen nach oben. Ich sag tschüss. Wir sehen uns. Ihr müsst jetzt tschüss sagen. Ihr müsst jetzt tschüss sagen. Ich möchte, dass ihr tschüss sagt. Okay, sehr gut. Ich bin so stolz auf euch. Tschüss.